Heute zum Donnerstag, den 11. Februar 2021, stehe ich hier oben am Berghaus Knopfmacher. Ich werde jetzt nachher mal runtergehen zu dem Aussichtspunkt, zum Knopfmacherfelsen, und dann werde ich mal auf jeden Fall das Schloss Bronnen filmen. Und natürlich auch werden wir dann nachher nochmal den schönen Ausblick zum Kloster Beuron genießen können. Ich stehe jetzt hier oben am Parkplatz und wie gesagt an dieser Gaststätte, Berghaus. Mir gefällt das schöne Farbenspiel wieder hier. Der blaue Himmel und dann die schönen Bäume, wo da so schön schneebedeckt sind. Und jetzt filme ich mal hier nochmal den Eingangsbereich hier vom Berghaus Knopfmacher. Ist natürlich jetzt wegen dem Coronavirus alles geschlossen. Und ich mache halt mal wieder ein kleines Video hier oben von der schönen Gegend. Im Winter 2021. Hier filme ich euch nochmal die Hinweisschilder ab. Jetzt momentan ist ja hier, wie ihr lesen könnt, die Winterpause. Und da oben geht es dann in Richtung Jägerhaussteg, Jägerhaus, Buchheim, Beuron etc. Aber natürlich ist da jetzt nichts drin, weil es alles wahrscheinlich die Waldwege verschneit sind. Aber den guten Ausblick von hier oben aus kann man genießen, runter ins schöne Donautal. Und das werde ich jetzt dann gleich mal filmen. Diese Wanderwege kann man natürlich jetzt wieder, wenn es wärmer wird, wenn der Frühling bald kommt, kann man auf jeden Fall wieder schön begehen. Und bei uns hier im oberen Donautal besteht wirklich besteht jede Menge Möglichkeiten, diese Wege zu begehen. Hier ist es natürlich wieder schön kalt hier oben am Berghaus Knopfmacher. Aber die Sonne scheint schön und wie sage ich immer so schön, da bin ich schon mal zufrieden. Ich habe jetzt nochmal die Handschuhe angezogen, weil es ist mir wirklich zu kalt. Und bei dieser Kamera geht es einigermaßen, dass man da den Record-Button drücken kann. Komme ich hin. Und ich habe eine andere Kamera dabei, wo man auch schön durch die Sucher schauen kann. Das ist auf jeden Fall mal angenehmer. Hier, wo ich jetzt euch jetzt gerade filme, geht es dann weiter nach Irndorf, aber da fahre ich heute nicht hin. Ich fahre ja nur noch runter nach Beuron, um die schöne Winterlandschaft und das Kloster Beuron nochmal aufzunehmen. Wetter ist wirklich sehr gut, aber der eisige Wind, der macht einen ganz schön zu schaffen hier oben. Jetzt will ich mal schauen, dass man da hinten nochmal den Buchheimer Hand sehen kann. Ich werde mal ranzoomen. Und ich hoffe, dass es da mir nicht alles verwackelt. Aber ich gehe nicht ganz so nah an. Jawohl, da sieht man noch ein bisschen was. Herrlich. Und dann schwenke ich mal hier rüber mit der Kamera in Richtung Schloss Bronnen.
Und das hole ich euch auch nochmal an. Aber ich gehe nachher nochmal zu dem schönen Aussichtspunkt runter. Sieht toll aus hier, die Winterlandschaft und das schöne Schlossbrunnen oben drauf auf dem Felsen. Herrlich. Ich werde nachher nochmal eine andere Kamera ausprobieren. Ich mache jetzt mal ein bisschen so Testaufnahmen hier von unserem schönen oberen Donautal und von der herrlichen bergigen Landschaft. Man kann ja sagen, Winterlandschaft, ne? Wir haben ja noch Winter in dem Fall. So Mitte Februar 2021 stehe ich hier oben. So, jetzt gehe ich mal zu dem Aussichtspunkt da runter, zum Knopfmacherfelsen, und dann werden wir mal die schöne Winterlandschaft hier und das herrliche Donautal mit dem Schloss Brunnen und dem Kloster Beuron aufnehmen. So, jetzt bin ich hier wieder ein bisschen außerhalb von Irndorf angekommen und ich gehe jetzt mal schnell zu dem Aussichtspunkt hier in 100 Meter zum Rauen Stein und filme mal die Burg Wildenstein und schöne Donautal hier in der schönen Winterlandschaft im Februar, Mitte Februar 2021. Und ich gehe mal den Weg hier entlang und dann werden wir wieder mal die schöne Aussicht genießen. Na, da haben sie zwei neue Bänke hingestellt. Wunderbar, aber natürlich ist da jetzt nichts drin mit hinsitzen. Ist alles voll Schnee und dann ist auch viel zu kalt. Und jetzt sieht man wieder die Burg Wildenstein. Da war ich ja schon so oft. Aber natürlich bei einem schöneren Wetter. Das war Sommer und im Herbst 2020. Ich wollte halt hier nochmal das filmen.
in der schönen Winterlandschaft, wie das da so toll aussieht. Es wundert mich, dass es hier oben jetzt auch windstill ist, dann gibt es bessere Aufnahmen. Ah, oh, das sieht doch toll aus da. Der Sonnenstern da am Himmel, am blauen Himmel. Herrlich. Ich sage immer so schön, da kann man einfach nicht genug davon kriegen. Schwenke nochmal hier rüber. Wo sie die neuen Bänke hingestellt haben. Ja, muss ja schön sein, wenn es hier wieder Frühling und Sommer wird. Da kann man schöne Rast machen. Die Bänke sind sogar noch mit Widmung versehen. Könnt ihr dann auch selber lesen. Aber das war eine gute Idee, dass sie da zwei gute Sitzgelegenheiten hingemacht haben. Einwandfrei. Dann mache ich auf jeden Fall noch mal ein paar schöne Bilder. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie das Kreuz heißt. Das ist der Petersfelsen. Habe auch schon Videos gedreht. Und ich stehe jetzt hier, wie gesagt, auf dem Aussichtspunkt zum Rauen Stein. Mit Blick ins schöne Donautal und natürlich auch auf die Burg Wildenstein. Hier nach der Donau sieht man dann hier noch den Gutshof und dann hinten dran auf der linken Seite am Wald ist die Kapelle St. Maurus. Da habe ich auch schon eine Wanderung hingemacht zu der Kapelle St. Maurus. Ja, vielleicht kommt doch noch so ein Regionalzug, der so schön durchs Donautal fährt, die Bahn da. Also ich warte jetzt hier nicht mehr, bis da so ein Regionalzug durchfährt. Es war doch ein bisschen zu kalt. Ich filme euch nochmal die Strecke,
Hier geht es dann weiter von Beuron aus hier nach dem Wald in Richtung Friedinge. Und da geht es dann zu Knopfacher Felsen. Da stand ich gerade vorhin, habe einige Aufnahmen getätigt. Ah, das sieht da wieder gut aus hier mit dem blauen Himmel. Und die schneebedeckten Berge mit dazu. Und ich stehe hier in einer wunderbaren Gegend. Auf dem rauen Stein. Mit Ausblick runter ins Donautal auf die wunderbare Bahnlinie. Auf die Burg Wildenstein. Zum Eichfelsen. Und natürlich auch wieder hier. Wo man natürlich jetzt nichts sieht. Das Kloster Beuron, das ist hier gleich da, hier nach dem Wald und nach dem Berggelände geht es dann runter in Richtung Beuron. Sieht man natürlich von hier oben aus nicht. Aber dafür hat man eine wunderbare Aussicht. Ein schöner Donautal. Nehmen wir nochmal die Sonne ein bisschen mit auf, weil es bietet sich mir wieder richtig an. Herrlich. Sieht schön aus. Jetzt stehe ich in der Nähe vom Eichfelsen hier bei Irndorf und ich filme mal mit der Sony ZV-1 Kamera und mal schauen. Ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz bei Irndorf und vielleicht gehe ich noch zu dem Eichfelsen hin, aber jetzt will ich mal die Kamera ausprobieren. Jetzt muss ich wieder mal schauen, was ich meine Hand oberhalb von der Auge hin mache, dass sie zu blendet. Also heute bin ich froh, wenn ich zu Hause bin. Es ist wirklich ja brutal kalt hier oben.